Beim Bremser läuft Bremsflüssigkeit raus. Ich schätze mal, das ist einfach Korrosion. Jetzt montiert man beim Unimog die Räder ab. Dann sehen wir hier zwei Schrauben. Die entfernt man und dann kann man die Bremsscheibe, Bremstrommel, Entschuldigung, Bremstrommeln nach vorne wegziehen, indem man da hinten zwei Schrauben, wenn es klemmt, zwei Schrauben reinmacht. So, bei mir klemmt sie doch auch. Das sind M10er Schrauben. Ganz normal V4A. Also nichts Besonderes, keine Festigkeit oder irgendwas. Das sind einfach nur M10er Schrauben. Und jetzt setze ich mal an. Und wie man sieht, kommen die Scheibe schon. Natürlich immer wieder im abwechselnder Zustand. Schmodder. Das ist alles Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit ist ja auf Ölbasis basierend, also was soll ich dazu sagen? Es rutscht. Hier sind die Backe voll, wie man sieht. Das muss man jetzt mit dem Bremsenreiniger sauber putzen, weil anscheinend greift die Bremsflüssigkeit natürlich die Bremsbeläge auch an. Aber so sieht sie gut aus. Die Feder zur Handbremse. Jetzt der Spinne in der Auge geschafft schon. Natürlich muss es aushängen. Und da ist ein Nachzug dabei. Und der ist jedenfalls undicht. Der, mal gucken, wie der aussieht. Da sieht man es. Der lässt durch. Der darf der Hanna eigentlich noch nicht ölig sein. So, wichtig ist natürlich ein Bremsereiniger nehmen zum Putzen, weil ein Bremsereiniger vollständig verdampft. So, da haben wir gerade das Handbremsseil rein. Und hier, die Feder gehört zum Handbremsseil. Wenn ich jetzt dahinter betätige, sieht man, dass es umgelenkt wird auf diese Bolze. Und diese Bolze ist da hinten einstellbar. Also wenn die Handbremse nicht ganz passt, kann man da hinten auch noch einstellen, nicht nur am Zug. Sondern man kann unter den Deckel aufmachen und dann noch die Schraube rausdrehen, dass das passt wieder. Oder halt, wenn die zwei Seile unterschiedlich lang sind, dass man es wieder synchronisieren kann, dass die gleich sind. Mit dem Abstand. So, jetzt habe ich vorne die Feder ausgehängt. Geht eigentlich recht gut zum Aushängen. Ich habe ganz normal Wasserbombe zusammengenommen. Und ich habe es hier auch gesetzt am Lager. Und dann kann man das schön raushebeln. Die geht aber nicht ganz zurück, weil der Hanna durch die Handbremse müsste man jetzt den Bolzen, der Ziehungssplinte ist hinten dran, dann kannst du den Bolzen raus und kann man die weiter aufmachen. Aber mir langt es da Hanna. Und jetzt habe ich hinten schon die Bremsleitung weggemacht. Wirklich mit Vorsicht aufmachen, das sind nur Kupferschrauben. Kupfer gibt es ja nicht, Messingschrauben. Und da habe ich schon erst rausgedreht, 13er und 12er. Es gibt für die Leitungen gibt's spezielle Schlüssel. Das sind wie Ringschlüssel, nur eingesägt. Man kann auch einfach Ringschlüssel kaufen und sagt nein. Dann hat man nämlich mehr, dann kommen die Schraube an mehr Ecken nehmen. So, ich habe jetzt zum Rausschrauben den auch noch rausgemacht. Das ist eine Entlüftungsschraube, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wie gut man das nachher auf der GoPro sieht. Der ist ja ordentlich verknallt. Also der Kegel dabei ist noch wahrscheinlich zentrisch, aber da, ne, das Loch, das sieht schon immer rund aus. Also die, wenn es so ist, eigentlich nachbestellen. Auf jeden Fall. Zylinder. Wie man sieht, hat er schon ziemlich der Rost geschafft, dass der dicht ist. Glaube ich eher nicht mehr. Warum auch? Wer rastet, der rostet, heißt's. Hier sieht man's. Und das müssen wir alles putzen. Dann ist auch dicht. Da ist die Bremsflüssigkeit drin. Das heißt, auf jeden Fall aufmachen, da kommt man auch schon der Scheiß entgegen. Aber mit viel Glück kann man den nochmal verwenden. Das ist wirklich das Gute. An den scheiß einfachen Boden Teile vom Unimog. Wie man sieht, sind hier Ablagerungen und Dreck.
Mit ganz, ganz viel Glück hat der Zylinder gar nichts. Außer dass ich direkt zwischen Dichtung reingedrückt habe. Und dann wird er undicht. Ist ja logisch. So, wie man den Zylinder rausmacht, ich habe jetzt den Lumpen genommen, habe drum gehalten. Habe die Schraube rein für den Lüfter. Habe hier mit der Pressluftpistole reingeblasen, dass die hier einfach rausploppt. Jetzt sieht man, der Zylinder da ist alles voller Dreck. Die Dichtung da ist. Aber der ist gelaufen. Der andere, der ist ganz fest. Also der hat sich kein Millimeter gerührt. Den muss ich mal gucken, dass ich den rauskriege. Und hier sieht man, innen drinne, das hört man auch, Ablagerungen. Und da macht die Gummidichtung natürlich nicht mit. Hebt nicht. Also entweder die Dichtung, jetzt da haben wir, wenn man die putzt, guckt man sie genau an, die ist eigentlich voll im Schuss. Das ist wirklich nur vom Stande. Die will ich jetzt reinigen. Und da haben wir ganz leicht mit der Schwamm drüber putzen. Da ist auf der Seite so ein Filz drauf. Oder halt so, sagt man, so Schmuggelteil da. Schmuggelschwamm oder so. Dass ich die Verunreinigung ein bisschen wegkriege. Das ist Alu. Übrigens. Und ja. Jetzt mache ich mal das raus und fange mal das Putzen an. Und dann zeige ich den Unterschied. Ach, Feder braucht man auch. Die ist eine drin. Die drücke ich gegeneinander. Also alles Putzer, Bremsereiniger, schön sauber machen. Und der will echt. Der ist fest. Mal gucken. Erstmal, ich putze mal raus und habe Kältespray. Dann sprühe ich auf das Alu, das zieht sich ein bisschen zusammen. Vielleicht kriege ich dann raus. So, nach dem Putzen. Wie man sieht, gut, die, da ist noch ein bisschen dreckig. Das ist nicht so schlimm. Die Lauffläche da, ne? Die muss auf jeden Fall sauber sein. Und da hat er, der hat schon ein bisschen gefressen. Die Erhöhung, ne? Habe ich eine ganz feine Schmuggelbarbier genommen. Ein 600er. Oder. Ja, 600er aufwärts, also 800er war es, glaube ich. Und die Erhöhung, ne? Ganz leicht wegmachen, sodass man es als Grad nicht mehr spürt. Und dann geht es wieder. Dichtung ist ja bis dahin. Wie man hier sieht, die ist schön und scharfkantig, also die ist noch gar nicht reingelaufen. Und ich habe jetzt natürlich hinter der Dichtung ausgeschwenkt mit Bremsereiniger. Der verdampft ganz und dann ist das wirklich sauber wieder. Ja, die Funktion ist ja ganz einfach. Die sind ja in der Mitte. So. Und jetzt kommt der Druck, geht unter die Dichtung und druckt es auf. Und mein Zylinder jetzt, so wie ich den angeguckt habe, der war eines. Einfach verschlüsselt, sondern dreckig. Habe ich jetzt nachgelegt. Dreckig und ist wahrscheinlich ein bisschen Wasser reingekommen, dann hat es Rostbildung gegeben, leichter. Und durch das hat es nur sauber anliegen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der Zylinder hat. Und wenn man jetzt durchsieht, vorne dran sieht man gleich, dass da immer noch was ist. Und das wurde jetzt auch entfernen, den Aufruf. Das könnte auch Lachs sein, bin mir nicht ganz sicher. Auf der Seite ist er gegangen, da ist er gelaufen. Aber hier ist er fest, da sieht man auch richtige Erhöhungen. Die mache ich jetzt raus. Und wenn das ein bisschen. Das ist ja auf Zehntel, also keine richtige Passung, weil die Dichtung ja einfach anliegen muss. Also, was wichtig ist, die Oberfläche muss sauber sein wieder. Also, die muss wirklich glatt sein, dass die Dichtung beim Druck nachher wieder sauber anliegt und dann ist der Dinger wieder dicht. Wie man sieht, leichte Fressspuren. Also der Zylinder ist so eingebaut, da unten sieht man eine schöne Stelle, wo man sieht, dass einfach das Wasser, wo Zylinder mit Bremsflüssigkeit, also Bremsflüssigkeit sagt man ja, zieht Wasser, mit Leidenschaft gezogen ist. Dann schätze mal, dass der leicht so statt. Und jedenfalls habe ich jetzt noch leichte Vertiefungen, aber das gerade, also er ist ganz glatt. Ich habe den jetzt rauspoliert, erst mit 320er das Grobe weggemacht und dann mit dem 700er, 600er höchstens fein poliert. Und immer mit dem Finger Längsstrich rein gemacht, solange bis draußen war. So, die habe ich jetzt auch noch geputzt. Die sind sauber,
sauber, sauber, leer, Ausblase, Trockenblase, nochmal Nachblase, alles sauber, das Wichtigste, sauber. Jetzt nimmt der Vater der Hanna ein bisschen Fett, um das Zusammenbau wieder zu erleichtern, nicht viel. Erstens der Hanna in das Loch ein bisschen Fett rein, da ist noch der Bolzen. So, Eischmiere sauber. So, dann ändern so ein bisschen Fette. Nur ein bisschen. So, schon drin. Ich denke, wie der Ausgang ist. Und jetzt, tipptopp, läuft wie ein Kätzchen. Ganz leise. So. Dann kommt natürlich die Feder rein. Zack. Mittig. Weil da noch ein bisschen Fett. Ne? Feine Sache. So. So. Zack. Jetzt druckt schon die Feder. Einwandfrei. So. Und nur aufpassen, dass er raushupft. Der Zigeuner. So. Kommt da ins Gelenk noch Fett, ne? Jetzt schmeiß aber da noch. Zack. Tue ich in der Dichtung auch ein bisschen Fett, ne?